Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wer auch immer du bist, wie auch immer du auf dieses Video gestoßen bist, du bist herzlich willkommen. Mein Name ist Lukas Becker und in diesem Video heute möchten wir uns seit langem auf diesem Kanal einmal wieder dem aktuellen Zeitgeist widmen. Wir sprechen über das aktuelle Zeitgeschehen und welche Energien, welche Merkmale für die aktuelle Zeit besonders prägend ist. Und gleich zu Beginn möchte ich nochmal ein Zitat von Goethe zumindest im Ansatz versuchen wiederzugeben. Und zwar sagte Goethe: Was ihr da nennt den Geist der Zeit, das ist in Wahrheit nur der Herren eigener Geist. Also so oder so ähnlich geht das Zitat von Goethe. Und was Goethe damit sagen wollte, ist, dass wenn wir über den Zeitgeist sprechen, über die aktuelle Zeit, projizieren wir in gewisser Weise auch immer ja sehr viel von unseren eigenen subjektiven Empfindungen auf das Weltgeschehen. Und das möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal verdeutlichen, was ich hier feststelle, was ich wahrnehme auf dieser Welt. Das ist möglicherweise nicht für jeden und möglicherweise nicht universell gültig. Aber ich versuche dennoch, ja, mich auch immer mit vielen Quellen abzugleichen, mit vielen Menschen zu sprechen, wie sie die aktuelle Zeit empfinden. Und ja, ziehe in meinen Videos dann sozusagen eine Bilanz oder so einen Querschnitt durch die Energien, die ich so wahrnehme. Ja, wovon ist die aktuelle Zeit geprägt? Also, was ich immer und immer wieder höre oder immer wieder von Menschen gespiegelt bekomme, ist aktuell sehr stark das große Thema Erschöpfung. Die Menschen sind ausgelaugt, die Menschen haben keine Energie mehr, die Menschen haben keine Motivation mehr. Viele Menschen haben das Gefühl, sie sind kurz vor der Resignation, sie haben irgendwo aufgehört, an das Gute zu glauben, an ihren Idealen festzuhalten. Ja, und sind sehr, sehr eingebunden in die ja, materiellen Herausforderungen, die uns so bieten. Also wie ist diese Erschöpfung zustande gekommen oder was ruft diese allgemeine Erschöpfung hervor? Also da kann man mit Sicherheit nicht nur eine Ursache finden. Also es gibt da diverse Ursachen. Zum einen sind das ganz konkrete Geschehnisse, die zurzeit auf der Weltenbühne stattfinden, und ich sage ganz bewusst Weltenbühne, da ich der Auffassung bin, dass vieles, was uns im Außen präsentiert wird, was die Medien uns präsentieren, aber auch was wir in der Schule mitbekommen haben, was wir durch unsere Erziehung mitbekommen haben, ja, etwas wie eine Bühnenshow ist, also eine Inszenierung. Es ist viel Illusion dabei. Es sind natürlich auch wahre Anteile dabei, aber es sind auch viele Illusionen dabei, viele Narrative, viele Erklärungsmodelle, anhand derer wir dann entsprechende Schlüsse ziehen sollen. Ja, was ist nun die Ursache für die allgemeine Erschöpfung? Man könnte jetzt beispielsweise bestimmte Maßnahmen der letzten Jahre hier aufführen, also die für den einen oder anderen energetisch sehr, sehr herausfordernd waren auf den verschiedensten Ebenen. Zum einen ganz materieller Natur, ja, also viele mussten um ihre Existenz kämpfen, ja, also die Geschäfte von vielen sind eingebrochen, die Unternehmen von vielen sind eingebrochen oder vor große Herausforderungen gestellt worden. Dann ein nicht zu verachtender Teil ist auch, ja, die soziale Komponente. Also die Menschen sind gespalten wie nie. Und die Spaltung innerhalb, ja, unserer Gesellschaft hat ja seit den Pandemiezeiten, nenne ich sie jetzt mal, auch noch weiter stattgefunden. Also damals war die Spaltung in der Gesellschaft gefühlt noch harmlos gegenüber ja der Spaltung, die heutzutage existiert. Ja, also einige haben damals so zwei Lager eingeteilt, so die Geimpften und die Ungeimpften.
Einige haben dann die einen die Schlafschafe genannt, die anderen die Aufgewachten. Also auch heute noch werden diese Titulierungen benutzt. Aber ich halte Abstand von diesen Zuschreibungen, weil ja, ein Aufwachprozess, der zieht sich durch das ganze Leben durch und nur die Tatsache dessen, dass man vielleicht bestimmte Dinge durchschaut hat, also das macht einen noch lange nicht zu einem wachen Menschen. Ja, also auch heute noch habe ich immer mal wieder so Erwachungsmomente und ja, dieser Prozess des Erwachens, der Prozess der Selbstfindung, der Prozess der Erkenntnis darüber, wer selbst man ist und wer die Gesellschaft ist und in was für einer Welt wir hier überhaupt leben. Ja, also dieser Erwachensprozess, der wird immer klarer und klarer. Also je weiter wir voranschreiten, je mehr wir reifen, vorausgesetzt, wir sind offen dafür und schieben nicht bestimmte Themen von uns. Ja, wie gesagt, diese soziale Komponente ist auch ein großer Faktor für die Erschöpfung, die viele aktuell spüren. Ja, also sehr herausfordernde zwischenmenschliche Beziehungen, sei es auf der Arbeit, im Berufsleben, aber auch im engsten Freundeskreis gab es große Zerwürfnisse und gibt es große Zerwürfnisse, aber auch in der eigenen Familie. Das ist ja für die meisten von euch mit Sicherheit nichts Neues. Ja, was sind weitere Bestandteile für Erschöpfung? Also was ich jetzt in jüngster Zeit selbst wahrgenommen habe zum einen, aber auch auf vielen YouTube-Kanälen zum anderen gehört habe, aber auch im Abgleich mit einigen Freunden von mir, ja, wiedergespiegelt bekommen habe, ist, dass viele in jüngster Zeit sehr, sehr unruhig schlafen. Also sie berichten dann davon, dass sie mitten in der Nacht wach werden. Also und das erlebe ich auch selber bei mir. Also dass man, es ist meistens so der Zeitraum von 3 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens. Und man wacht auf und verspürt eine seltsame Unruhe, die man nicht wirklich zuordnen kann. Einige berichten auch von Nervosität, von Herzklopfen. Und es fällt dann mir selber oftmals schwer, dann wieder einzuschlafen. Andere berichten von dem gleichen Phänomen. Und woran das jetzt liegt, dass das jetzt gerade in der aktuellen Zeit stattfindet, also auch da hört man in den sozialen Medien die verschiedensten Erklärmodelle. Einige sprechen von bestimmten Strahlungen, die die Menschen unruhig werden lässt. Andere sprechen von kosmischen Strahlungen, also bestimmte spirituelle Kanäle. Einige reden von einer Veränderung des Erdmagnetfeldes. Ja, einige reden davon, es ist die Verarbeitung bestimmter Ereignisse, die letzten Jahre stattgefunden haben. Ja, also auch meines Erachtens nach ein Erklärmodell, welches ebenfalls sehr plausibel ist neben den anderen. Also was meine ich damit genau? Ja, also in den letzten Jahren wurde das Weltbild von vielen von uns komplett auf den Kopf gestellt. Dinge, die einem vermeintlich Sicherheiten versprochen haben. Dinge, denen man vermeintlich vertrauen konnte. Ja, man glaubte, es könne immer alles so weiterlaufen wie gewohnt, dass ich vielleicht mit meiner Arbeit, die ich bis dato durchgeführt habe, ja, einfach immer weitermachen kann, einen guten Lebensabend habe, dass ich vielleicht in meinem sozialen Umfeld gut aufgehoben bin, dass ich vielleicht innerhalb dieser systemischen Strukturen, in denen wir uns alle bewegen, gut aufgehoben bin. Und ja, die Realität hat vom Gegenteil gekündet. Ja, und jetzt haben wir aktuell eine Phase, wo zwar keine unmittelbare Gefahr besteht, beziehungsweise auch da könnte man wieder drüber streiten, im Angesicht des Krieges, der sich am Horizont ja immer stärker und stärker anzubahnen scheint.
Aber ich meine damit, also wir sitzen noch immer alle im Warmen, wir haben die meisten von uns noch in etwa genug zu essen und haben jetzt keine unmittelbare Bedrohung auf unser Leben. Wir haben aber momentan so eine Zeit des Verschnaufens, nenne ich es jetzt mal. Ja, also schon seit einiger Zeit, also so die Maßnahmen der Regierung, die uns über die Pandemiejahre begleitet haben, sind jetzt erstmal vorbei. Und wir haben jetzt sozusagen eine Art Plateau, ein energetisches Plateau erreicht. Ja, also wir sind nicht unmittelbar bedroht. Wir haben sozusagen erstmal so einen Zeitraum, um durchzuatmen. Und in diesem Zeitraum arbeiten wir nun gewisse Dinge auf. Ja, also gewisse Dinge arbeiten in uns und auch das führt zu einer innerlichen Unruhe. Der eine oder andere kennt es vielleicht von Krankheitsverläufen. Was meine ich jetzt damit? Also vielleicht kennt der ein oder andere das Phänomen, man hat eine Woche lang hart durchgearbeitet oder vielleicht in der Schule für eine Klausur gelernt, man hat jetzt diese Klausur geschrieben oder man hat jetzt seine Arbeit erledigt, freut sich aufs Wochenende, wo man sich endlich erholen kann. Und gerade in dieser Erholungszeit auf diesem, ja, ich nenne es mal jetzt ein energetisches Plateau, was man erreicht hat, da bricht dann die Krankheit auf einmal aus. Ja, ich selber war schon längere Zeit nicht krank, aber ich kenne das noch aus früheren Zeiten. Und in etwa so könnte ich mir gut erklären, dass es sich eben auch verhält mit dieser Erschöpfung und Unruhe, die jetzt sozusagen zum Vorschein tritt. Wir sind zwar aktuell vielleicht nicht so stark gefordert im Außen, ja, dafür sind wir umso mehr im Inneren gefordert, weil wir viele Dinge verarbeiten, weil wir plötzlich neue Perspektiven auf bestimmte Dinge erhalten haben, die uns vorher vielleicht nicht so klar waren. Und auch ja, die kognitive Arbeit fordert einiges an Energie. Das ist was viele Menschen noch nicht so auf dem Schirm haben. Ja, also für viele Menschen ist es nur erschöpfend und herausfordernd, wenn man körperlich irgendwas getan hat, wenn man körperlich irgendwas gearbeitet hat. Ja, aber auch einfach nur auf dem Sofa sitzen und nachdenken, Dinge konzentriert aus verschiedenen Perspektiven betrachten zu können oder zu betrachten, fordert sehr, sehr viel Energie. Ja, und auch das führt eben halt zu solchen Erschöpfungszuständen, die wir derzeit vorfinden. Ja, bei meinem letzten Besuch im Wald, da ja, sind zwei Militärhubschrauber direkt über mich weggeflogen und vor einiger Zeit, der gleiche Tag, habe ich auch, da war ich auf dem Feld am Arbeiten, habe ich zwei Kampfjets über mich hinweg fliegen gesehen. Also wir haben auch verstärkte Bundeswehrpräsenz, stärkere Militärpräsenz im Landesinneren oder das Militär scheint sich immer mehr vorzubereiten. Auch das ist ja kein Geheimnis. In den Medien werden wir ja Tag und Nacht davon beschallt. Der drohende dritte Weltkrieg oder ich nenne das mal lieber differenzierter, der drohende dritte Weltkrieg auf physischer Ebene scheint sich immer mehr anzubahnen. Es ändert sich etwas in der Energie, es ändert sich etwas in der Verfassung, es ändert sich etwas in der Verfassung der Menschen. Wenn man eine solche verstärkte Militärpräsenz spürt, dann macht das natürlich etwas mit einem. Ja, also das sind natürlich Dinge, die in unserem Unterbewusstsein arbeiten. Ja, kommt dieser Krieg auch zu uns? Muss ich da möglicherweise Vorbereitungen treffen? Ob man da Vorbereitungen treffen kann, da sprechen wir später noch drüber in diesem Video. Und wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Ja, also auch das ist wieder eine neue Situation, eine neue Energie, die sich stärker in unserem Leben breit macht, die viele nicht oder längere Zeit nicht so wirklich auf dem Schirm hatten. Ja, ich habe diese Energie schon seit längerer Zeit wahrgenommen. Also ich habe beispielsweise gemerkt, schon im vergangenen Jahr,
hat die Bundeswehr immer häufiger ja, kleine Feste organisiert, wo es dann kostenlos Bratwürste gab und Getränke und man konnte sich die Fahrzeuge anschauen, die Panzer mal aus der Nähe angucken, man konnte Fragen stellen. Ja, das Militär hat mehr Präsenz gezeigt. Ja, und warum ist das der Fall? Warum wird sowas gemacht? Ja, eben um die Menschen halt schon mal an den Anblick zu gewöhnen. Ja, also damit die Menschen nicht so ganz schockiert sind, wenn sie plötzlich Panzer vor ihrer Tür sehen. Ja, da wird schon mal leicht und subtil, ja, erstmal mit solchen Feierlichkeiten, mit Infoveranstaltungen, ja, wird das Volk schon mal langsam an bestimmte, ja, Zeitqualitäten, die möglicherweise bevorstehen, herangeführt. Ja, also auch das ist so ein Beispiel ja, für eine neue Energie oder neue Energien, neue Qualitäten, die unser ja, Alltagserleben, unser Alltagsempfinden prägen. Ja, ja, neben dieser zunehmenden militärischen Präsenz, also gibt es ja ein weiteres Dauerbrenner-Thema, was jetzt seit Frühjahr schon in den Medien plötzlich thematisiert wird, was vorher ein Tabuthema war. Das ist das Thema Migration, ja, also welches lange Zeit nicht angefasst wurde und plötzlich wird mit einem Mal fast täglich über Messerstechereien, über diverse Übergriffe berichtet, ja, die nun halt eben auch unser Bewusstsein immer mehr prägen sollen. Und das sage ich jetzt ganz bewusst so, weil diese Form von ja, Übergriffen, diese Form von Kriminalität existiert nicht erst seit diesem Frühjahr, aber seit diesem Frühjahr wird das Thema vermehrt behandelt und einige Stimmen sagen jetzt, ja, jetzt haben die Medien es endlich begriffen, dass sie dieses Thema jetzt angehen müssen, jetzt sind die Medien endlich mal aufgewacht. Ja, ich bin da anderer Meinung. Ich habe ja anfangs schon erwähnt, dass ich das Ganze ja wie eine Weltenbühne wahrnehme und die Menschheit bzw. die Gesellschaft wird natürlich durch die Medien, durch die Dinge, die an uns herangetragen wird, auch bewusst gelenkt. Ja, unsere Aufmerksamkeit wird bewusst auf verschiedene Dinge gelenkt. Warum ist das der Fall? Weil man halt durch das Lenken der Aufmerksamkeit der Menschen den Fokus auf bestimmte Dinge lenken möchte und durch diesen Fokus eben auch andere Handlungen der Menschen erwartet und erzeugen möchte. Also das ist meine Sichtweise, das ist meine Einschätzung der Dinge. Ja, also man möchte nun, dass die Menschen mit dem Thema Migration, mit all diesen Themen, die damit zusammenhängen, konfrontiert werden. Ja, im Zusammenhang mit diesem Thema ist mir auch etwas anderes aufgefallen. Und zwar fahre ich hin und wieder an einem Asylantenheim oder an einer ja, Flüchtlingsunterkunft vorbei. Und ich möchte mal ein bisschen über das Erscheinungsbild der Flüchtlingsunterkunft berichten. Und ich habe auch mit anderen Menschen abgeglichen, die zum Teil in anderen Bundesländern leben, in anderen Städten leben, wie dort denn so das Bild der Flüchtlingsunterkünfte ist und es stimmt mit meiner ja, Beobachtung und mit meiner Wahrnehmung überein oder mit dem, was ich da sehe. Ja, wie sehen die Flüchtlingsunterkünfte aus? Ja, also es sind Lager, oftmals ehemalige Militärkasernen, die mit hohen Stacheldrahtzäunen umringt sind. Diese Stacheldrahtzäune, die dienen ja, der öffentlichen Erklärung nach, also zum Schutze der Menschen, die dort untergebracht sind. Andere sagen aber auch, also zum Schutze der umliegenden Viertel. Ja, also da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Also diese verschiedenen Ansichten gibt es darüber.
Und jetzt kann man sich ja mal die Frage stellen, ob diese ja großräumig mit Stacheldraht umzäunten Lager uns an irgendwas erinnern oder was wir für Gedanken bekommen, wenn wir sie uns anschauen oder wenn wir uns da mal hineinfühlen. Was für Gedanken und Gefühle kommen da hoch? Mit was verbinden wir ja Lager, die mit hohen Stacheldrahtzäunen umringt wurden? Ja, und das ist auch eine Qualität des aktuellen Zeitgeistes beziehungsweise ein Geschehen, was zurzeit auf der Weltenbühne hier in Deutschland stattfindet oder stattfand, ja, also im Zuge der Migration der letzten Jahre wurde eine gewisse Infrastruktur geschaffen. Ja, also die Migranten, die zu uns nach Deutschland gekommen sind, also die brauchten natürlich Unterkünfte und im Zuge dessen wurden bestimmte Lager mit Stacheldraht drumherum eingerichtet. Ja, und wer vielleicht auch ältere Videos von mir kennt, ja, also der weiß, dass der kennt vielleicht auch meine Ansicht, also dass Dinge nicht unbedingt aus dem Grund stattfinden, den man uns erzählt, oder nicht unbedingt aus dem Grund stattfinden, den man vielleicht auf den ersten Blick annimmt. Ja, also diese Errichtung dieser Lager wurde jetzt augenscheinlich dafür bewerkstelligt, dass jetzt diese Menschen eine Unterkunft haben. Aber, und das lasse ich jetzt einfach mal an dieser Stelle offen, man kann sich ja mal Gedanken machen, was mit solchen Infrastrukturen in Zukunft denn sonst noch so passieren könnte. Ja, wenn sie nun erstmal da sind und genutzt werden wollen, wenn vielleicht auch die Umstände rauer werden, wenn bestimmte gesellschaftliche Umbrüche bevorstehen, und darauf deutet ja vieles hin. Ja, es ist ja nicht zu leugnen. Wir befinden uns in großen wirtschaftlichen Rezessionen. Sowohl also auf globaler Ebene haben wir einen drohenden Krieg, aber auch innenpolitisch haben wir halt Inflation. Wirtschaftliche Krisen, bestimmte soziale Auseinandersetzungen, sehr, sehr große soziale Konflikte. Ja, sowohl von den engsten sozialen Verbindungen, den Familien an, bis rein in bestimmte ideologische Auseinandersetzungen und so weiter und so fort. Ja, also auch da möchte ich mal darauf hinweisen, sollten wir sehr, sehr wachsam sein, was diese jüngst eingerichteten Infrastrukturen denn in Zukunft noch so für eine Rolle spielen könnten auf verschiedenen Ebenen. Ja, darüber hinaus, also ja, wir bleiben noch immer beim Thema Erschöpfung, also was sich vielleicht so wie ein roter Faden durch diesen Zeitgeist, durch dieses Zeitqualität-Video ziehen wird. Also ich nehme vermehrt Tode wahr, also in meiner eigenen Familie sind jetzt vergangene Woche alleine 2 Menschen gestorben. Also ich möchte jetzt hier nicht über die Hintergründe spekulieren oder das sind Familienangelegenheiten, also die Todesursachen. Also das möchte ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit darlegen. Es ist auch nicht nur so, dass das jetzt in meiner Familie jetzt nur ein Thema ist. Also auch von Bekannten oder ich sag jetzt mal so im Bekanntenkreis sind auch noch weitere Menschen gestorben, jetzt erst in jüngster Zeit. Bei einigen Menschen aus meinem, ich würde mal sagen, weiteren Bekanntenkreis sieht es so aus, als ob diese in den nächsten Wochen oder Monaten ebenfalls gehen werden. Und auch das ist eine Qualität oder ein etwas Wahrnehmbares, wo ich jetzt sagen würde, das passiert jetzt nicht nur in meinem Umfeld,
sondern halt eben auch ja, deutschlandweit, und auch Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, berichten mir halt eben von eben solchen Vorfällen. Also es geht nicht nur um Todesfälle, sondern auch um Krankheitsverläufe, die plötzlich schwerer werden und so weiter und so fort. Ja, und auch da kann man natürlich mehrere Begründungen versuchen und auf mehreren Ebenen uns anschauen, woran das denn liegen könnte. Jetzt werden bestimmt einige sagen, und das wohl auch zu Recht, dass das auch mit Geschehnissen und Maßnahmen zusammenhängen könnte, die jetzt so in den letzten 3-4 Jahren stattgefunden haben. Meine Uroma hat wohl zu ihren Lebzeiten gesagt, Gott hab sie selig im Übrigen, dass besonders zu den Schaltjahren besonders viele Menschen von uns gehen. Also das war so eine alte Weisheit, jetzt erst kürzlich auf einer Beerdigung in meiner eigenen Familie wurde mir diese Weisheit so weitergegeben. Ich wusste selber gar nicht, dass sie das gesagt hat. Aber ich höre bei solchen Dingen immer sehr, sehr genau hin, wenn Ahnen von uns oder Menschen aus vergangenen Generationen bestimmte Weisheiten hatten und von sich gegeben haben. Ebenso Bauernweisheiten finde ich hochinteressant. Und gerade in Krisenzeiten und in Zeiten wie diesen merke ich verstärkt, wie viel an solchen Weisheiten auch immer irgendwo dran ist. Ja, also jetzt sagen vielleicht einige, das liegt ganz klar nicht am Schaltjahr, also das liegt ganz, ganz bestimmt an anderen Umständen. Ja, aber wer weiß, also es gibt, und da bin ich absolut sicher, außer dieser materiellen, physischen Ebene, wo alles mit Kausalität erklärt werden kann, wofür wofür alles, was passiert, so ein bestimmter Grund gefunden werden kann, eine bestimmte Ursache in der Vergangenheit, gibt es auch eine geistige Welt, die nach etwas anderen Prinzipien funktioniert. Und Dinge, die auf der materiellen Ebene passieren und auch die Ursache für etwas zu sein scheinen, nur ein materieller Abdruck dessen sind, was eben in der geistigen Ebene vorherrscht. Ja, also ebenso wie ein Krieg oder ein Streit immer die Ursache irgendwo in einer geistigen Ebene hat, der sich dann halt eben manifestiert. Ja, so haben vielleicht auch bestimmte Zeitqualitäten und Merkmale, die wir so im Außen beobachten können, irgendwo auch eine tiefere geistige Ursache, die darüber hinausgeht, jetzt bestimmte Schuldige beispielsweise für bestimmte Umstände festzumachen, die wir hier in der materiellen Welt beobachten können. Ja, ich rede hier sehr kryptisch an dieser Stelle, das tue ich aber ganz, ganz bewusst. Eben auch aus dem Grund, da das jetzt hier kein einfaches Video sein soll, was für jeden leicht zu konsumieren ist, sondern weil ich auch möchte, dass Menschen eben durch solche Impulse selbst ins Nachdenken kommen. Ja, ob sie mir jetzt zustimmen oder nicht, das sei dahingestellt. Aber ich bin kein Freund von, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen abwertend billigen Infotainment-Videos, wie man das jetzt so nennt, wo so kurz und knapp eine bestimmte Meinung rausposaunt wird. Also mir geht es auch wirklich darum, Dinge differenziert anzuschauen, mehrere Perspektiven anzuschauen, weil nur das ist meines Erachtens nach wirkliches Bewusstsein. Ja, es gibt viele spirituelle Kanäle, und die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung, aber die einfach ganz plump, nenne ich es jetzt mal, eine bestimmte Erklärung für irgendwas abgeben. Und wenn wir uns aber wirklich auf den spirituellen Weg machen möchten und wirklich unser eigenes Bewusstsein schärfen wollen, dann kommen wir nicht darum herum, zu lernen, aus verschiedenen Dingen auf die Realität zu schauen. Ja, also nur das macht unser Bewusstsein breit, nur das macht unser Bewusstsein weit.
Ja, Spiritualität bedeutet nicht zu sagen, ja, wir sind jetzt erschöpft und da ist jetzt die Schumann-Frequenz für verantwortlich oder da sind Sonnenstürme für verantwortlich. Auch das ist alles nur das Folgen von bestimmten Narrativen. Ja, also wenn du dieser Form von Spiritualität folgst, ja, also die Sonnenstürme sind jetzt nochmal ein sehr, sehr schönes Beispiel. Also auch das habe ich von einem spirituellen Kanal gehört und ich glaube, mehrere sagen das auch. Also die Erschöpfungszustände oder das Herzklopfen, das einige nachts verspüren, das würde mit den Sonnenaktivitäten zusammenhängen oder mit Sonnenstürmen. Und das möchte ich auch gar nicht abstreiten, dass das nicht der Fall sein kann, dass es solche Ursachen hat. Wenn wir jetzt aber nur aus einem reinen Konsumverhalten heraus ein YouTube-Video gucken und dann erklärt mir das jemand, dann kann ich das glauben oder ich kann es aber auch nicht glauben. Ja, letzten Endes ist das nichts anderes als irgendwelchen Wissenschaftlern zu glauben oder nicht zu glauben, irgendeinem Gerede auf der Straße zu glauben oder nicht zu glauben. Also es hat nichts mit einer wirklichen Suche nach Wahrheit zu tun aus meinem Empfinden heraus. Ja, also Jesus sagte sehr schön, baue dein Haus auf festem Grund. Ja, also was hat das jetzt damit zu tun, fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere. Man kann jetzt dieses Gleichnis von Jesus ganz wortwörtlich nehmen. Ja, man soll sein physisches Haus nur auf einem festen Fundament errichten. Aber ich bringe jetzt das Beispiel dahingehend, ja, unser Haus, das Haus, was Jesus meint, ist unser Bewusstsein. Das Haus, was Jesus meint, das ist unser Blick auf die Realität. Das ist das, wie wir unsere Entscheidung treffen. Ja, und das Fundament, auf dem das Haus steht, der Fels, der steht für die Grundannahmen, die wir haben. Ja, und auf diesen Grundannahmen, auf diesen Glaubenssätzen, die wir haben, bauen wir unser Weltbild auf. Ja, wenn ich glaube, ich nehme jetzt mal das Beispiel, wenn ich glaube, die Erde ist rund und wir haben einen unendlichen Kosmos, dann kann ich auf diesem Weltbild eben auch Außerirdische einordnen und Bewohner von fremden Galaxien, fremde Galaxien überhaupt und so weiter und so fort. Ja, wenn ich die Grundannahme habe, die Erde ist flach und befindet sich unter einer Kuppel, ja, dann kann ich außerirdisches Leben in diesem Weltbild eher schwieriger einordnen, ja, oder es hat eine ganz andere Bedeutung oder eine ganz andere Qualität, ja. Also was ich damit sagen möchte, ist, ja, wir müssen uns immer wirklich bewusst sein, was überhaupt das Fundament ist, was überhaupt der Fels ist, um es in dem Gleichnis von Jesus auszudrücken, auf dem wir unsere Weltsicht aufbauen. Und wenn wir nicht genau wissen, wenn wir uns nicht genau sicher sein können, welches Fundament jetzt stimmt, ja, dann sollten wir vorsichtig sein, weiterzuarbeiten oder weiterhin Dinge auf diesem Fundament aufzubauen. Ja, und wenn ich jetzt nicht genau weiß, ob ja, Sonnenstürme einen Einfluss auf meinen Organismus haben oder bestimmte Strahlungen, bestimmte kosmische Strahlungen oder gar das Erdmagnetfeld, ja, dann würde ich sagen, sollte ich mich nicht unbedingt auf ein Narrativ verlassen, wenn ich es nicht unbedingt selber überprüfen kann, sondern sollte eher an einer anderen Stelle die Wahrheit suchen, und zwar, wie kann ich denn mit der Erschöpfung oder vielleicht mit der Nervosität, mit dem Herzklopfen, was ich da spüre, umgehen. Ja, also wenn ich das Narrativ dazu oder die Ursache dazu nicht wirklich mit meinen Mitteln herausfinden kann. Ja, und wie kann ich das zum Beispiel machen? Also was kann ich denn tun, wenn ich eine große Erschöpfung verspüre oder nachts nicht schlafen kann, nachts aufwache? Also beginne ich mal mit dem Beispiel, weil ich da selber was für mich ausprobiert habe, was da gut funktioniert, und das ist zum einen das Beten tatsächlich, also in das Gebet zu gehen. Zum anderen aber auch, und das geht bei mir auch immer gleichzeitig damit einher, also wenn ich ins Gebet gehe, dann bete ich jetzt nicht unbedingt das Vaterunser, sondern
Beten heißt für mich, in die Stille zu gehen und zu lauschen. Zu lauschen, was wird mir gesagt. In die Stille gehen und beobachten, meine Gedanken beobachten, meine Gefühle beobachten. Dadurch, dass wir unsere Gedanken und unsere Gefühle beobachten, identifizieren wir uns augenblicklich schon nicht mehr mit ihnen. Ja, also das hat mir in meinem Leben tatsächlich eine sehr große Erkenntnis gebracht. Auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen jetzt gar nicht wie etwas Großes erscheint, aber es macht natürlich einen riesigen, großen Unterschied, ob ich mich mit meinen Gefühlen identifiziere, ob ich mich mit meiner Angst identifiziere und wirklich da reingehe. Oder ob ich mich mit meinen Gedanken identifiziere, oh, was ist los mit mir, bin ich vielleicht krank, muss ich mich vielleicht auf was vorbereiten, ist da vielleicht irgendwas, was ich nicht beachtet habe, habe ich vielleicht irgendwem gegenüber was Falsches gesagt. Also gehe ich da rein oder beobachte ich einfach mal das Gefühl und fühle das mal so ein bisschen an, wie sich das anfühlt. Also an dieser Stelle, falls ihr es noch nicht geschaut habt, schaut euch vielleicht auch mal mein Interview mit Hartmut Lohmann an. Er hat da eine eigene Therapieform, die Qi-Heilung, entwickelt, die mich auch sehr, sehr inspiriert hat. Und Teil dessen ist es halt eben, Gefühle, die man im eigenen Körper spürt, ja wirklich bewusst zu lokalisieren und sich vorzustellen wie dreidimensionale Objekte. Ja, also wenn ich wirklich jetzt vielleicht einen Druck im Herz spüre, das hatte ich in letzter Zeit öfters, oder andere berichten dann zum Beispiel vom Solarplexus oder vielleicht auch irgendwie ein Bauchgefühl oder so weiter. Also das sind jetzt Dinge, die ich nicht so hatte, aber die ich jetzt von anderen kenne. Oder vielleicht Kopfschmerzen oder irgendwas anderes, dann versucht vielleicht einfach mal den Schmerz, oder wenn es jetzt kein Schmerz ist, aber ein bestimmtes Gefühl, ein dumpfes Gefühl, versucht das einfach mal genau zu lokalisieren und genau da reinzufühlen, wo ist denn dieses Gefühl, wie sieht das denn genau aus, was für eine Gestalt hat das denn? Und alleine durch diesen Schritt, uns nicht mehr damit zu identifizieren und quasi rauszugehen in eine Metaperspektive und das Ganze beobachten, ja, sind wir schon automatisch in einer gewissen Distanz zu diesem Gefühl und fühlen uns davon nicht mehr so überfallen, so überrollt, ja, und können damit dann halt auch schon viel besser damit umgehen. Ja, also auf dem Weg zur Selbsterkenntnis ist es ohnehin meines Erachtens nach unabdingbar, sich nicht von den eigenen Gefühlen immer leiten zu lassen oder also insbesondere von den negativen Gefühlen oder von den eigenen Gedanken leiten zu lassen, sondern auch hin und wieder mal Abstand zu nehmen und zu schauen, ja, sind das jetzt überhaupt meine Gedanken oder woher kommen die denn jetzt überhaupt? Oder sind das überhaupt jetzt berechtigte Gefühle? Woher kommen die? Resultieren die vielleicht aus bestimmten Erfahrungen, die ich gemacht habe? Und so weiter und so fort. Ja, in dem Video will ich jetzt eigentlich gar nicht so weit auf dieses Thema eingehen, auch wenn dazu noch einiges zu sagen wäre. Aber wir wollen ja eher hier so einen Überblick über die Gesamtsituation geben. Ja, also wir bleiben noch immer bei dem roten Faden für dieses Video, dem Thema der Erschöpfung. Ja, und an dieser Stelle möchte ich noch einmal auf die sozialen Komponenten mit eingehen. Ja, also ich bekomme immer und immer wieder berichtet, jetzt gerade in jüngster Zeit, also dass Menschen auch, und auch das geht mir selber tatsächlich so, dass Menschen von ihrem sozialen Umfeld, sei es jetzt eben am Arbeitsplatz, in der Familie, mit Kollegen, mit Freunden und so weiter, also dass sie da in sehr belastende Situationen kommen. Und woran liegt das denn überhaupt? Ja, also wir haben ja jetzt, wir haben es auch schon angesprochen in diesem Video, also in den letzten 3-4 Jahren so eine große Spaltung quer durch die Gesellschaft erlebt, also Geimpfte und Ungeimpfte.
Wer da aber stehen geblieben ist und jetzt noch immer von Schlafschafen und Aufgewachten so als zwei Lagern spricht oder einer lichten Seite und einer dunklen Seite, der ist meines Erachtens nach im damaligen Zeitgeist irgendwo hängen geblieben. Denn mittlerweile hat sich das Ganze noch viel, 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 viel mehr ausdifferenziert. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, also in meinem Weltbild gibt es nicht so etwas wie eine dunkle Seite oder eine lichte Seite, wo die einen dann zu der dunklen Seite gehören und die anderen zu der lichten Seite. Zumindest gibt es diese Seiten nicht auf materieller Ebene. Ja, also das ist, will ich an dieser Stelle nochmal ganz klar anmerken. Denn diese beiden Seiten existieren in jedem von uns und mit jeder einzelnen Entscheidung, ja, entscheiden wir eben, ob wir uns ein bisschen mehr der einen Seite nähern oder ein bisschen mehr der anderen Seite nähern. Welches Wesen oder welchen Wolf wir in unserer Brust nähren. Ja, also auch da gibt es ja das schöne Sprichwort. Ja, also diese, was viele spirituelle Kanäle so sagen, so diese lichte Seite und die dunkle Seite, die existiert meines Erachtens nur im geistigen Raum und wir Menschen sind eben Kanäle, ja, also die aber bewusst durch ihre Entscheidungen jeweils halt eben bestimmen, welche Seite immer genährt wird. Und ich würde nicht sagen, dass man sagen kann, der gehört ganz klar zur dunklen Seite und derjenige ganz klar zur lichten Seite. Also natürlich, es lässt sich nicht abstreiten, also es gibt natürlich viele Menschen, die offensichtlich überwiegend einer destruktiven Agenda dienen. Aber auch hier kann man sich immer fragen, was ist deren wirkliche Absicht, was sind deren wirkliche, ne, Beweggründe. Ja, also auch aus dem Grund finde ich, ja, so die deutschen Dichter und Denker insbesondere sehr spannend. Hegel zum Beispiel hat halt gesagt, dass jeder Mensch für seine Handlung auch eine Ursache hat, einen Grund hat. Ja, jeder hat einen Grund, warum er so handelt. Das muss jetzt nicht sein, dass dieser Mensch von Grund auf böse ist, aber vielleicht wurde er getäuscht, vielleicht wurde er enttäuscht, vielleicht wurde er erpresst. Also wir wissen nicht genau, was die Beweggründe der einzelnen Menschen sind. Ja, also in meinem Weltbild, und mir ist bewusst, das ist jetzt mein Weltbild, das ist meine subjektive Empfindung, und aber in meinem Weltbild ist es so, es gibt nicht Menschen, die von Grund auf gut und von Grund auf böse sind, ja, sondern wir alle sind in gewisser Weise in bestimmte, ja, Konstellationen verstrickt, zum Teil hineingeboren worden, zum Teil durch unkluge Entscheidungen vielleicht hineingeraten. Und jeder kämpft sozusagen seinen eigenen Kampf, jeder ist auf seiner eigenen Heldenreise. Und ja, bis ein Mensch von uns gegangen ist, können wir eigentlich nicht wirklich beurteilen, ja, was ein bestimmter Mensch jetzt wirklich im Großen und Ganzen bewirkt. Ja, also selbst wenn Menschen gestorben sind, ist es oftmals noch nicht wirklich absehbar. Ja, oftmals haben Taten von Menschen auch Auswirkungen, die sich erst Generationen später überhaupt erst abbilden. Ja, also unser Geist wirkt ewig. Wir sind nur eine begrenzte Zeit auf der Erde und können hier materiell etwas anstoßen und materiell verändern, aber unser eigentliches Wesen, unser Geist, und der geht noch weit über das Seelische hinaus. Ja, ich meine jetzt damit nicht den Geist im Sinne vom Verstand, sondern ja, den, man kann es eigentlich kaum in Worte fassen, den feinstofflichen Geist oder den Seelengrund, wie ihn einige deutsche Mystiker, Johannes Tauler, Meister Eckhart und so weiter genannt haben. Ja, also das, die Uressenz unseres Seins, ja, also die ist quasi noch in gewisser Weise noch höher angelegt als die Seele, wobei ich eigentlich diese hierarchischen Modelle von, ja, Körper, Geist, Seele oder Geist, Seele, Körper eher ablehne, weil ich das eher so sehe, dass alles ja sehr, sehr stark miteinander verzahnt ist. Ja, also diese Hierarchie, die sich viele vorstellen, so wir müssen irgendwie mehr in die geistige Welt kommen, das ist meines Erachtens nach auch ein Trugschluss. Also die geistige Welt
ist zwar in gewisser Weise schon der materiellen Welt übergeordnet oder ursächlich für die materielle Welt, aber in Wahrheit bestehen da auch permanente Wechselwirkungen zwischen den beiden. Also man kann sich das eigentlich nicht so klar hierarchisch vorstellen wie in so menschlichen Modellen, die wir immer und immer wieder benutzen. Nun denn, das nur mal so ein kleiner Exkurs, also zum Thema Lichtkräfte und Dunkelkräfte, die ich so ehrlich gesagt nicht sehen kann in unserer Gesellschaft. Ja, also ich kann zwar bestimmte Dinge auf bestimmte Menschen projizieren, bestimmte Menschen der dunklen Seite zuschreiben, und auch für mich sieht das so aus, als wären einige eher am Leid der Menschen interessiert und an destruktivem Verhalten. Aber auch das ist jetzt nur mein Eindruck. Ja, also auch diese Menschen haben vielleicht im Kern ihrer Seele auch ja, gute Anteile und glauben vielleicht, dass sie mit dem Geld, was sie durch ihre Taten verdienen, auch noch irgendwas Heilsames tun können. Ja, da will ich mir gar kein Urteil drüber erlauben. So. Jetzt kommen wir mal auf das Thema Spaltung in der Gesellschaft zu sprechen. Und das ist meines Erachtens nach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Möglicherweise mache ich da auch nochmal ein separates, differenzierteres Video zu. In diesem Zeitgeist möchte ich das jetzt nur mal einmal ganz grob und erstmal nur oberflächlich erklären, was hier eigentlich passiert und warum so viele, ja, soziale Verbindungen, so viele Freundschaften gerade zerstört werden, so viele Beziehungen zerstört werden und so viele gesellschaftliche Unruhen zerstört werden. Ja, und der Philosoph und einige rechnen ihn der dunklen Seite zu. Und ich muss auch gestehen, dass er mir nicht so ganz sympathisch ist mit seinen Äußerungen, aber das nur mal am Rande erwähnt. Und er sagte, Humans are now hackable animals. Also Menschen sind ab sofort hackbar. Ja, was ist damit gemeint? Also was ist Hacken überhaupt? Also wenn ein Computer gehackt wird, dann wird sozusagen die Software des Computers angegriffen. Ja, also die Programme, das Betriebssystem des Computers wird angegriffen. Es wird ein Einfluss auf dieses Betriebssystem genommen, so dass dieses Betriebssystem des Computers ja nicht mehr so läuft, wie es eigentlich laufen soll. Ja, also entweder es funktioniert gar nicht mehr oder es tut einfach etwas anderes als ursprünglich vorgesehen. Ja, und was Ähnliches passiert aktuell in unserer Gesellschaft. Jetzt fragen sich vielleicht einige oder vielleicht kennen jetzt einige auch diese Aussage von Harari, also dass er sagt, es ist nun möglich, Menschen zu hacken, und sie bringen das dann eher so mit es gibt da ja dieses Bestreben des Transhumanismus zum Beispiel, dass man den Menschen rein physisch hackt, indem man ihm einen Chip in die Schläfe oder an die Schläfe oder in die Stirn implantiert, der dann halt Einfluss auf die Gehirnströme nimmt. Ich würde aber sagen, oder ich weiß, dass man überhaupt nicht so weit gehen muss, um Menschen zu hacken. Man kann Menschen auch hacken, oder ihr Betriebssystem, ihre Seele, ihre Gefühlswelt, ihre Gedankenwelt beeinflussen, indem man sie mit bestimmten Dingen bespielt, indem man ihnen bestimmte Glaubenssätze eintrichtert. Eben, wenn wir uns jetzt an das Beispiel von Jesus erinnern, ja, also Jesus sagte, wir bauen unser Haus, ja, also wir bauen unsere Welt auf ein solides Fundament, wir bauen unser Haus auf Fels, und das ist sozusagen das natürliche Vorgehen, ja, der natürliche Weg zur Wahrheit, dass wir Dinge, die wir wahrnehmen können, nur anhand dessen einordnen, was wir auch wirklich selber wissen, was wir wirklich selber erfahren haben, und nicht das, was wir einfach im Außen glauben und unreflektiert aufnehmen.
Jetzt gibt es aber dort diese Kräfte, die Einfluss auf den Menschen nehmen wollen, also den Menschen hacken wollen und den Menschen entsprechend manipulieren wollen. Ja, und wie machen die das jetzt genau? Ja, ich werde jetzt mal einige Beispiele geben, wie das ganz konkret gemacht wird. Man gibt dem Menschen also bestimmte Glaubenssätze rein, wiederholt die immer und immer wieder. Diese Glaubenssätze verfestigen sich in der Psyche des Menschen. Der Mensch hat also kein Fundament mehr aus Stein. Ja, also der Mensch hat eben keine reale Wahrnehmung mehr, sondern ein Fundament aus Sand. Ja, also er baut nun seine neuen Glaubenssätze, seine neuen Entscheidungen auf Illusionen auf, die ihm zuvor eingetrichtert werden. Und da möchte ich jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel geben, was mir in der Schule so beigebracht wurde, was aber mittlerweile auch über die öffentlich-rechtlichen Medien zum Teil verbreitet wird und aufgrund dessen sich bestimmte Menschen getriggert fühlen und entsprechend von bestimmten Triggern dann auf ihr soziales Umfeld reagieren, also auf Menschen, die diese Trigger auslösen. Ich hoffe, man kann mir folgen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr an der einen oder anderen Stelle mehr Erklärung bedürft. So, ich will jetzt mal ein konkretes Beispiel geben. Uns wurde in der Schule beispielsweise gesagt, oder in den Medien wird das auch gesagt, dass es rassistisch sei, beispielsweise ein dunkles Kind zu fragen, wo es denn geboren ist. Ja, mit der öffentlichen Begründung, das Kind fühlt sich dann ja vielleicht ausgestoßen, weil ein dunkelhäutiges Kind kann ja auch in Deutschland geboren sein, und mit so einer Frage unterstellt man dem Kind dann ja, dass es nicht aus Deutschland kommt oder nicht hierher gehört. Das ist die offizielle Begründung. Ja, es sei eine rassistische Unterstellung. Ja, jetzt würde ich aber sagen, ja, es ist ein ganz gesunder Menschenverstand, oder es ist eigentlich eine ganz, ganz gesunde soziale Interaktion, wenn man jemanden kennenlernt, ihn auch mal zu fragen, wo er herkommt. Ganz unabhängig davon, ob er jetzt eine weiße Hautfarbe hat oder eine dunkle Hautfarbe oder was auch immer für Merkmale. Ja, also das ist meines Erachtens nach eine ganz natürliche Frage, die sich aus einer ganz normalen sozialen Interaktion heraus ergibt. Ja? Jetzt lernt man aber in der Schule oder durch die Medien, dass diese Frage rassistisch ist. Und viele glauben das dann auch, dass hinter einer solchen Frage eine rassistische Motivation steht. Ja? Und man erzählt den Kindern ja auch selber, wenn dich jemand so etwas fragt, dann ist das rassistisch. Ja, das folgt jetzt dazu, dass viele Menschen, die jetzt vielleicht dunkelhäutig sind und nach ihrer Herkunft gefragt werden, automatisch ohne nachzudenken dem Gegenüber Rassismus vorwerfen. Oder Menschen, die beobachten, dass eine andere Person jemand anderem die Frage stellt, wo er herkommt. Und diese andere Person hat möglicherweise eine andere Hautfarbe oder vielleicht eine andere Ursprungsherkunft. Ja, und es wird somit suggeriert, das sei rassistisch, und demzufolge löst dieser Glaubenssatz, dass jemanden nach seiner Herkunft zu fragen rassistisch sein soll, löst sozusagen Aggression aus. Ja, also das Betriebssystem des Menschen, das natürliche Verhalten, wurde umprogrammiert. Was eigentlich eine ganz normale Frage ist, wird nun von dem Menschen als ein Angriff wahrgenommen. Ja, und er reagiert dann möglicherweise entsprechend gereizt, aggressiv, vielleicht aber auch einfach traurig oder verunsichert. Ja, also das ist so ein Beispiel, wie Menschen tatsächlich gehackt werden. Und das ist jetzt nur ein Beispiel auf einer bestimmten Ebene. Also es gibt noch ganz, ganz viele andere Dinge. Zum Beispiel kennt ja jeder von euch, also es ist noch immer ein unheimliches Trendthema, was ja schon längere Zeit eigentlich aus dem Mainstream kommt, aber auch in alternativen Kreisen oder auf vielen alternativen YouTube-Kanälen, auf Psychologie-Kanälen und so weiter und so fort verbreitet wird, ist
sind die Narrative von toxischen Menschen oder toxischer Männlichkeit, seltener auch toxischer Weiblichkeit. Ja, also auch hier wird suggeriert, es gäbe toxische Menschen und man könne die Menschen an bestimmten Verhaltensweisen erkennen. Ja. Im eigenen Freundeskreis hat eine Frau also Schluss gemacht mit einem guten Freund von mir vor kurzem, weil er ihr die Tür aufgehalten hat und weil er ihr helfen wollte, die Jacke auszuziehen. Ja, also das waren jetzt natürlich nicht die Gründe an sich, aber sie hat sich durch dieses Verhalten beispielsweise getriggert gefühlt. Getriggert, weil auch ihr eingeredet wurde, ein Mann, der zu zuvorkommend ist, ein Mann, der einer Frau bestimmte Dinge abnimmt, nimmt die Frau nicht ernst und ist sozusagen überbehütet, würde sich aufspielen und das sei ein toxisch männliches Verhalten, was beispielsweise Narzissten an den Tag legen würden, um ihr Opfer in Anführungszeichen erstmal zu umgarnen beispielsweise und dann hinterher dann aber schlecht behandeln und so weiter. Ja, also auch ein aus meiner Sicht völlig schwachsinniger Glaubenssatz, den aber ganz, ganz viele glauben, habe ich mittlerweile festgestellt. Ja, also wenn man als Mann beispielsweise der Frau so den Stuhl zurückzieht, dass sie sich hinsetzen kann, also das, was man halt früher vielleicht so als ein Gentleman-Verhalten bezeichnet hat, das wird häufig heutzutage ja mit einem toxisch-männlichen, übergriffigen Verhalten dann erklärt. Ja, also bei solchen Männern müsste man dann aufpassen, das wäre ein manipulatives Verhalten und so weiter. Ja, also man sieht schon, da liegt eine sehr große Verunsicherung zugrunde, damit solche Weltbilder überhaupt geschluckt werden und angenommen werden. Aber man sieht, wie durch solche Erklärmodelle, die den Menschen wieder und wieder und wieder erzählt werden, die geistige oder die seelische Struktur des Menschen umprogrammiert wird und ein Verhalten, was eigentlich wohlwollend ist, als Angriff aufgenommen wird. Ja, also da gilt es halt auch besonders hinzuschauen und auch bei sich selber immer und immer wieder zu reflektieren, auch bei vielen YouTube-Videos. Ja, also YouTube-Videos sind noch lange nicht immer ja wirklich unabhängig und sind nicht immer unbedingt unabhängiger Journalismus und freigeistig, sondern oftmals halt auch einfach ja nachgeplappertes Zeug, was die Menschen irgendwo aufgeschnappt haben und dann halt ja selber irgendwo weiter verpacken und so weiter und so fort. Ja, also da gilt es auf jeden Fall sehr, sehr genau hinzuschauen. Ja, also ein anderes Beispiel ist, da gibt es dann Videos, woran erkennt man toxische Menschen oder Narzissten. Und ich will jetzt an dieser Stelle überhaupt nicht sagen, dass es das Phänomen des Narzissmus nicht gibt. Ja, also ganz und gar nicht. Also das gibt es natürlich definitiv. Ja, aber man muss einen Menschen natürlich auch in der Tiefe kennenlernen und wirklich seine Beweggründe verstehen, um urteilen zu können oder sich die Meinung zu bilden oder sich erlauben, sagen zu können, das ist jetzt wirklich ein toxisches Verhalten oder das ist jetzt wirklich ein Narzisst. Und man kann das halt nicht anhand von 4 oder 5 Merkmalen ausmachen. Ja, es gibt viele Videos da draußen, die dann heißen, so ja, an diesen 3 Merkmalen erkennst du toxische Menschen, an diesen 3 Merkmalen erkennst du Narzissten. Und das ist vollkommener Blödsinn, ja, weil jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch hat unglaublich tiefgehende Gefühlsstrukturen, ja, also möglicherweise bestimmte Traumata, möglicherweise bestimmte Prägungen und nicht alles, was dem ersten Anschein nach ein bestimmtes Merkmal ist, was ein Narzisst auch aufweisen könnte, schließt jetzt unbedingt dann auch auf Narzissmus zurück oder auf ein toxisches Verhalten und dergleichen. Ja, ich hoffe, man kann mir hier folgen. Ja, nehmen wir mal so ein Beispiel, noch mal ein anderes Beispiel, das habe ich mir jetzt gemerkt aus einem vergangenen Video, also jemand
will etwas immer besser wissen oder jemand will in einem Streit Recht behalten. Und auch das sei dann so ein Merkmal dafür, dass es sich um einen toxischen Menschen oder einen Narzisst, ich weiß gar nicht mehr genau, was das für ein Video war, ich kann mich auch nur dunkel erinnern, also in einem Beziehungsstreit, also der eine Part will etwas besser wissen als der andere und das sei dann toxisch oder so. Ja, und auch das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Wenn ich jetzt auf der Straße jemanden, also zwei Leute frage und der eine sagt, und ich frage, wo geht's denn hier zum Bahnhof? Und der eine sagt in die Richtung und der andere will es dann aber besser wissen und sagt in die Richtung. Da kann es dann natürlich sein, dass der eine ein Narzisst ist, weil er etwas besser weiß. Das kann aber auch sein, dass er vielleicht auch einfach recht hat. Ja, aber es wird halt in diesen Videos, die halt so ausgestrahlt werden, halt oftmals behauptet, ja, bestimmte Eigenschaften wären halt unumgänglich dafür ein Zeichen, dass einer bestimmten Person nicht zu trauen ist und so weiter. Ja, bekomme ich hier Besuch im Wald, irgendwas knackst da vorne. Ja, wie dem auch sei, also auf diese Weise kann man zum Beispiel sehr, sehr schön beobachten, wie bestimmte Glaubenssätze an die Menschen herangetragen werden und wie diese Glaubenssätze dann bestimmte Mechanismen im Gehirn triggern. Ja, also die Menschen nehmen ein bestimmtes Charaktermerkmal an einem Gegenüber wahr und denken jetzt, dieses Charaktermerkmal sei ein Zeichen dafür, dass man von diesem Gegenüber Abstand halten müsste. Ja, weil dieser Mensch das halt vielleicht aus einem YouTube-Video so gelernt hat oder durch die Medien, durch die öffentlich-rechtlichen Medien so gelernt hat oder durch andere Medien so gelernt hat. Ja, es ist im Grunde genommen eine Wahnvorstellung, eine Illusion, die den Menschen eingepflanzt wurde. Und von solchen Illusionen gibt es unglaublich viele und ich würde fast sagen, so gut wie jeder Mensch, ja, ist besessen. Ich wähle jetzt ganz bewusst das Wort besessen. Besessen von solchen Glaubenssätzen und solchen Grundannahmen, auf denen man dann sein Weltbild aufbaut. Ja, man glaubt, ein bestimmter Mensch ist nach dem ersten Beispiel vielleicht rassistisch, weil er was Bestimmtes gesagt hat, oder ist narzisstisch oder toxisch, weil er was Bestimmtes gesagt hat. Ja, weil man halt nicht wirklich in die Tiefe geht, nicht wirklich die Ursachen beim Gegenüber halt anschaut, warum jemand vielleicht etwas gesagt hat, sondern man bringt es halt direkt mit einem, ja, schlechten, negativen Bild des Menschen in Verbindung. Und das ist leider etwas, das nur die wenigsten zu verstehen scheinen. Und einer der Hauptgründe meines Erachtens nach, warum es diese unglaublichen Zerwürfnisse in der Gesellschaft gibt. Ja, wir können jetzt bei dem Thema nochmal in die Tiefe gehen und uns auch nochmal, ja, psychologisch das Thema Spiegelneuronen anschauen. Die Sachverhalte, warum man auch oft eigene Schattenteile auf den Gegenüber projiziert. Ja, also Projektion ist auch in der heutigen Zeit ein, ja, sehr, sehr verbreitetes Feld. Ja, also ein sehr, ein Feld, was man sich sehr genau anschauen sollte. Ja, ob Dinge, die man einem Gegenüber vorwirft, nicht nur eine eigene Projektion sind auf den anderen. Ja, eine Projektion vielleicht aus vergangenen Erfahrungen. Ja, man hat vielleicht in einer Beziehung schlechte Erfahrungen gemacht und der neue Partner oder die neue Partnerin zeigt dann vielleicht eine Verhaltensweise, die man in einer vergangenen Beziehung am Ex-Partner halt auch wahrgenommen hat und macht jetzt automatisch die Schlussfolgerung, dass die Beziehung dann genauso schlecht verlaufen muss wie die letzte Beziehung, ja, obwohl es eine Projektion ist. Ja, man projiziert einfach ein Gefühl, was man in einer vergangenen Beziehung erlebt hat, auf die aktuelle Beziehung. Ja, und das sind Dinge, mit denen sich nur die wenigsten Menschen auseinandersetzen oder die wenigsten Menschen auch überhaupt nur bewusst wahrnehmen und an denen wir aber arbeiten müssen, wenn wir diese zukünftige Zeit überleben möchten. Ja, und ich sage das jetzt bewusst auch mal so drastisch.
Ja, weil dieser Krieg da draußen, der findet nicht nur auf einer physischen Ebene statt. Ja, es ist tatsächlich ein geistiger Krieg, ein spiritueller Krieg. Ja, also der sich tief in unsere Seelen hineinfrisst. Ja, also wo sozusagen eine Operation an unserem Astralkörper, an unserer seelischen Welt vorgenommen wird. Ja, und das gilt es überhaupt erstmal zu verstehen und dann daran zu arbeiten, viel in die Stille zu gehen, so wie ich das hier im Wald tue beispielsweise, sich mal zurückzuziehen aus allen Informationsfeldern, aus allen egregorialen Feldern, die in der Gesellschaft zuvor herrschen und wirklich bei sich anzukommen und zu reflektieren, was ist hier eigentlich los? In dieser Gesellschaft, in meinem Umfeld, ob familiär, politisch oder wie auch immer. Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt und eine sehr große Herausforderung in der heutigen Zeit. Ja, also ihr seht schon, die Herausforderungen, die uns bevorstehen, die sind ja sehr intuitiver Natur und die gehen weit, weit hinaus über die Informationen, die uns so im Außen gegeben werden. Ja, also unsere Wahrheitssuche, also wir befinden uns meines Erachtens nach im Post-Informationszeitalter und an die Wahrheit kommen wir nicht, wenn wir uns jetzt bestimmte Informationen im Außen anschauen, ja, wenn man sich jetzt bestimmte Narrative anhört, warum jetzt ein bestimmter Krieg stattfinden könnte oder ob der stattfindet, sondern und die Wahrheitssuche geht mittlerweile eigentlich auf ganz andere Ebenen. Also im Geistigen ist meines Erachtens nach die Wahrheit zu suchen, also im Inneren von jedem von uns. Das wollen viele nicht wahrhaben, viele wollen immer noch im Außen Gründe und Erklärungen suchen, aber es ist absolut so, dass wir da in unserem Inneren uns alles genau anschauen müssen und reflektieren müssen. Und unser Inneres, beziehungsweise das Inneren unserer Gruppe, einige sprechen vom Kollektiv, ich mag das Wort nicht so gerne, weil das sehr kommunistisch irgendwo geprägt ist, aber einige sprechen von der Weltenseele oder von der deutschen Seele, wie auch immer man das bezeichnen möchte, also das Innenleben aller Bewohner in unserem Land oder der Welt oder in einem anderen Land erzeugt letztendlich ja die Bewegungen, die wir dann auch im Außen sehen können. Und dazu gehören auch Kriege und so weiter. Ja, also Kriege können nur stattfinden, wenn der Krieg auch in unserem Inneren schon stattfindet, wenn der Krieg in unserem Inneren schon angelegt ist. Ja, und ich war jetzt vor kurzem erst auf einem Rummelplatz und ich würde so sagen, es ist so eins meiner Talente oder meiner Gaben, dass ich sehr gut solche Informationsfelder auslesen kann oder so Gruppenenergien sehr, sehr stark wahrnehme und ja anhand der lauten, drückenden Musik, der wilden Fahrgeschäfte, ja, der Menschen, die sich betäuben mit Alkohol, mit Zigaretten, mit Drogen und so weiter. Also da sieht man schon sehr stark, dass ja unsere Gesellschaft so stark gefallen ist, beziehungsweise so abgestumpft ist bestimmten Dingen gegenüber, dass sie sehr starke Reize braucht, um überhaupt noch etwas zu fühlen. Und das sind natürlich beste Bedingungen dafür, dass ein Krieg auch eben stattfindet. Ja, also wenn ihr mich fragt, nach meiner Einschätzung, kommt ein dritter Weltkrieg oder nicht? Ich würde leider sagen, ja, er kommt. Und ich würde nicht unbedingt sagen, dass der jetzt unbedingt auf dieser Ebene stattfindet, wie sich viele so den dritten Weltkrieg vorstellen. Also es muss nicht durch Bomben und Militärinvasionen stattfinden, sondern es kann auch ja durch soziale Unruhen sich ausdrücken, es kann auch auf anderen Ebenen sich ausdrücken, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass uns ja so ein Schlagabtausch, ein Platzen der Situation bevorsteht. Ja, also auch wenn viele spirituelle Kanäle da anderer Ansicht sind, aber das, was ich fühle und wahrnehme, das deutet sehr, sehr stark darauf hin. Also ich könnte jetzt auch noch weitere Beispiele nennen, also auch am Verhalten der Kinder spürt man das. Also Kinder
drücken durch ihr Spielverhalten auch immer gesellschaftliche Spannungen aus. Ja, also auch wenn man Kinder auf Schulhöfen und so weiter beim Spielen beobachtet, dann sieht man eben auch, dass da halt Dinge gespielt werden, Dinge spielerisch ausgedrückt werden, die halt auf große Spannungsverhältnisse hindeuten, also in hintergründigen Informationsfeldern, in hintergründigen emotionalen Bewegungen, in der Astralwelt, also in Teilen der geistigen Welt. Und leider muss ich das hier so mitteilen, sieht das nicht gerade rosig und friedlich aus, wenn man mal realistisch durch die Straßen geht und so reinspürt in die Menschen. Ja, das zu dem Thema, also ein weiterer Punkt, der immer wieder an mich herangetragen wird, ist, wie gehe ich jetzt mit dieser ganzen Situation um? Sollte ich vielleicht auswandern? Sollte ich vielleicht umziehen? Also das ist auch ein Punkt, den sehr, sehr viele Leute oder der sehr, sehr, sehr viele Leute aktuell beschäftigt. Soll ich in ein anderes Land auswandern? Oder soll man in Deutschland bleiben und hier seinen Mann stehen und alles hier so durchstehen? Also auch da scheiden sich die Geister, also die einen sagen halt, man wird hier nur ausgebeutet, also energetisch ausgebeutet in Deutschland und zwar auf vielen Ebenen, also einmal natürlich rein finanziell durch die hohen Steuerlasten, durch die vielen Dinge, die man insbesondere vielleicht auch als Selbstständiger hier erfüllen muss, ja, wird man sehr, sehr stark energetisch ausgesaugt und deswegen sei es geradezu naiv, überhaupt hier zu bleiben. Andere sagen, ja, wir sind Deutsche, wir sind Patrioten, wir sollten unseren Kampf hier auch in Deutschland austragen. Und zu was würde ich da raten? Und ich würde da überhaupt zu gar nichts raten. Und ich nehme da auch Abstand davon, hier einen allgemeinen Ratschlag von mir zu geben, weil es natürlich eine sehr individuelle Entscheidung ist. Ja, also sollte man auswandern beispielsweise, ich kann da ja auch aus Erfahrung sprechen, ich bin ja selber schon mal ausgewandert, also aktuell lebe ich wieder in Deutschland, ich habe aber 3,5 Jahre in Irland gelebt. Und da kann man sich jetzt auch die Frage stellen, ja, ist es feige auszuwandern? Das sagen beispielsweise einige. Und nein, ich würde es nicht sagen, dass es feige ist, auszuwandern. Man könnte genauso gut sagen, es ist feige, in Deutschland zu bleiben und sich nicht neuen Herausforderungen zu stellen. Weil ja faktisch gesehen ist es ganz und gar nicht feige, in einem anderen Land von null anzufangen. Also es stellen sich dort auch ganz andere Herausforderungen. Man muss erstmal überhaupt die Sprache des Landes verstehen, möglicherweise ist man mit bestimmten Ämtern konfrontiert, gerade wenn man vielleicht im Ausland Selbstständigkeit anmeldet, ist es erstmal sehr, sehr herausfordernd, sich da mit dem ganzen bürokratischen, Anforderungen auseinanderzusetzen. Wie funktioniert das dort mit der Steuer? Was brauche ich für Formulare und so weiter? Ne, was muss ich überhaupt alles beantragen, um dort leben zu können? Viele sehen Auswandern so rein einseitig oftmals als eine Flucht, aber es ist nicht eine Flucht. Also es sind ebenfalls neue Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und jeder muss für sich individuell schauen. Ja? Also ist man diesen Herausforderungen gewachsen oder kann sich der eigene Geist mehr im Ausland entfalten? Ja, also auch das ist ein großes Argument. Beispielsweise jetzt für diejenigen, die sich vielleicht eher als patriotisch wahrnehmen und sagen, man muss doch zu Deutschland halten. Ja, das mag sein, aber für einige können vielleicht sogar noch mehr für ihr eigenes Land tun, wenn sie im Ausland leben. Ja, also weil sie dort vielleicht durch bestimmte Dinge nicht so stark belastet sind und dort vielleicht in gewisser Weise mehr Freiheiten haben. Ja, aber das muss auch nicht für alle gelten. Also für viele kann es halt auch sehr belastend sein im Ausland. Also man hat weniger Ansprechpartner, man kann sich nicht in seiner eigenen Sprache ausdrücken. Das war für mich selber zum Beispiel in meiner Zeit in Irland sehr belastend, weil ich selber empfinde mich zumindest als ein sehr
tiefgründigen Mensch, der auch das Bedürfnis danach hat, sich auf philosophischer Ebene zu unterhalten, also auch die tieferen Ebenen des Lebens mit Menschen zu besprechen. Und das ist dann natürlich sehr, sehr schwierig im Ausland, also wenn dort nicht Deutsch gesprochen wird. Also ich würde sagen, in meiner Zeit in Irland hat sich mein Englisch schon sehr verbessert. Und ich spreche schon durchaus gut Englisch, würde ich sagen. Aber ich kann dennoch bis heute nicht auf Englisch in so einer Tiefe und Klarheit kommunizieren, wie ich das jetzt zum Beispiel im Deutschen in der Lage bin. Ja, und um mich jetzt adäquat zu unterhalten, also wirklich meine seelischen Bedürfnisse auszudrücken, da brauche ich einfach die deutsche Sprache. Ja, also das ist jetzt, wenn ich von mir spreche. Und so ist halt eine solche Entscheidung halt immer von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Man muss da wirklich in sich gehen und ehrlich zu sich sein und schauen, ja, wo kann ich mich am besten ausdrücken und wo kann ich am besten wirken. Ja, also man sollte jetzt nicht aus einer Angst heraus handeln oder so aus einem Impuls heraus eine solche Entscheidung treffen, weil es kann durchaus sein, ja, dass einem bestimmte Dinge, die einem in Deutschland hier auf den Magen stoßen, halt eben auch im Ausland in gleicher oder vielleicht sogar in noch schlimmerer Form wieder begegnen. Ja, weil gerade als spiritueller Mensch bin ich auch der festen Überzeugung, dass wenn man vor bestimmten Dingen wegläuft, ja, oder je länger man vor bestimmten Dingen wegläuft, desto mehr und desto schlimmer werden sie einem dann zu einem späteren Zeitpunkt dann erneut begegnen. Und wenn ich jetzt aufgrund einer bestimmten Angst vielleicht aus Deutschland flüchte ins Ausland, dann wird mich diese Angst dann vielleicht auch dort in anderer Gestalt eben heimsuchen. Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema irgendwo Geist, also in der geistigen Welt. Das wissen ja vielleicht auch einige, dass ich mich ja mit dem deutschen Idealismus oder mit Teilen des deutschen Idealismus zum Teil verbunden fühle. Also mit den Werken von Schiller, Goethe, aber auch Hegel, Hölderlin und so weiter. Und wir gehen eben davon aus, dass das, was wir hier in der materiellen Welt wahrnehmen können, etwas wie eine Verkleidung ist. Ja? Also ein Geist, es hat eine geistige Ursache, der in einem bestimmten Gewand daherkommt, in einer bestimmten Verkleidung daherkommt. Ja, also eine Angst kann zum Beispiel im Gewand oder in der Verkleidung einer Abschlussprüfung daherkommen und ich kann vor dieser Abschlussprüfung vielleicht fliehen und stehe dann vielleicht vor einer ähnlichen Prüfung dann im weiteren Verlauf meines Lebens. Ja, also wenn ich mich der Prüfungsangst nicht gestellt habe, dann begegnet mir die Angst dann in neuem Gewand. Vielleicht in einer zwischenmenschlichen Beziehung, vor der ich dann weglaufe für irgendwelchen eigenen Schattenthemen und so weiter und so fort. Ja, also auch das ist wieder ein Thema, was ein ganzes Video wert wäre. Ja, soll ich nun also in Deutschland bleiben, können sich viele die Frage stellen. Und ja, auch das kommt darauf an, was man für ein Mensch ist. Ja, einige sagen, ja, ich bleibe hier, ich stehe mein Mann, ich bin patriotisch, ich will hier sozusagen an Ort und Stelle bleiben. Aber auch hier muss man sich die Frage stellen, ja, bin ich überhaupt bereit, bin ich dann auch tatsächlich bereit, mich den Dingen zu konfrontieren, die mich dann hier möglicherweise auch heimsuchen. Ja, und auch hier können wir jetzt wieder, um das Beispiel von vorhin zurückzukommen, auf das Beispiel von vorhin zurückzukommen. Ja, vielleicht sollte man das tun, denn wenn wir uns nicht diesen Dingen konfrontieren, dann konfrontieren sie uns zu einem späteren Zeitpunkt in anderem Gewand. Ja, aber wie gesagt, jeder muss das für sich selber entscheiden. Ja. Ihr könnt mich natürlich auch um Rat fragen, weil oftmals sind Dinge nicht so einfach selber zu entscheiden. Also ihr könnt bei mir ein Seelengespräch buchen. Darauf möchte ich an dieser Stelle hinweisen. Also unter diesem Video in der Beschreibung
habe ich meine Webseite verlinkt, über die ihr ein Kontaktformular ausfüllen könnt und dann könnt ihr eine Anfrage stellen. Also falls ihr da in eurem Leben vielleicht vor einer größeren Entscheidung steht und ihr da vielleicht Klarheit braucht, sei es jetzt vielleicht bei einem Umzug, der möglicherweise ansteht, oder ihr wollt Klarheit, ob ihr auswandern wollt oder nicht, oder seien es jetzt vielleicht zwischenmenschliche Themen, ja, also vielleicht ein solcher Beziehungsstreit, den ich vorhin angesprochen habe, dann könnt ihr mich da gerne kontaktieren. Ich möchte darauf aufmerksam machen, ich gebe da keine Heilversprechen. Ich werde auch nicht in dem Sinne einen Ratschlag geben. Ich werde dir nicht sagen, was du zu tun hast. Meine Fähigkeit und mein Talent ist, damit dir Klarheit reinzubringen. Also ich werde dich dann bestimmte Dinge fragen. Ich werde bestimmte und verschiedene Perspektiven des Themas mit dir beleuchten und dann dich eben dahin bringen, dass du dann eben einen eigenen Entschluss fasst, um mit dem Thema, was dann bei dir ansteht, umzugehen. Ja, also ich habe da ein ganz bodenständiges Vorgehen, ja, in meinem spirituellen Wirken. Ich werde da keine Numerologie befragen oder nicht die Sterne befragen und solcherlei Dinge, sondern ich werde das einfach ganz klassisch in einem Gespräch machen, in bestimmte Dinge reinfühlen und das dann eben mit dir gemeinsam ausarbeiten. So wie man das meines Erachtens nach auch ja, auf einer spirituellen Suche tun sollte, ja, sich eben nicht auf bestimmte Lesungen verlassen, auf bestimmte Aussagen verlassen von anderen, sondern halt wirklich ja, in sich selber die Klarheit letzten Endes finden. Und dabei kann ich dich gerne unterstützen, falls du da eine Resonanz verspürst. Ja, jetzt haben wir ein sehr umfassenden Rundumblick über das aktuelle Zeitgeschehen, über den aktuellen Zeitgeist gegeben. Ich hoffe, es war da der ein oder andere spannende Impuls für dich dabei oder etwas, was dich weiterbringt. Wenn ja, lass es mich doch gerne in den Kommentaren unter diesem Video wissen. Ansonsten freue ich mich auch immer über eine Gefällt-mir-Angabe oder ein Abonnement auf meinem Kanal und mir geht es dabei nicht darum, bekannt zu werden oder mich selber zu profilieren oder etwas Bestimmtes zu erreichen, sondern es ist nun mal so, YouTube funktioniert nach bestimmten Algorithmen und natürlich ist es mir irgendwo ein Anliegen, dass Dinge, die mir selber wichtig sind und bei denen ich auch das Gefühl habe, das bringt auch anderen Menschen was, dass das dann halt auch entsprechend an die Menschen herankommt. Ja, also das ist mir sehr, sehr wichtig, also dass bestimmte Dinge auch Menschen erreicht, die davon eben profitieren können. Ja, ansonsten hoffe ich, dass dir mein Video zum Zeitgeist gefallen hat und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und Gottes Segen. Alles Liebe.